Hallo und herzlich willkommen bei eurem investigativen Kanal. Und heute schauen wir uns an, was das teuerste und schlechteste Kickstarter-Fahrrad bisher ist. Alexi Bexi, kontrolliert. Oh Gott, oh shit, hier fällt gleich die Pedale ab. Alexi Bexi. Nam, 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 nam. Geil. Lustiger als ich dachte. Mega. Danke für die Subs, Freunde. Es ist in den Scheißehaufen gefahren. Was für ein Schrott, ne? Das ist ja fantastisch. Hey, ihr. Okay, das Problem ist, man ist jetzt natürlich geprimed as fuck, aber lol, das sieht, obwohl in mattschwarz sieht ja alles geiler aus, aber das Ding sieht so hart nach billig Plastik aus. Board nur für besondere Anlässe als Strafe machen im Körperclowns. Wisst ihr, heute dachte ich mir, zeige ich euch mein nicht nur teuerstes, sondern wahrscheinlich auch lächerlichstes Kickstarter ever. Dieser Haufen Scheiße auf zwei dieses Fahrrad hier habe ich vor etwa über 2 Jahren gekickstartert oder geindiegogot oder wie auch immer wir das nennen wollen. Zumindest jetzt ist es endlich nach viel Nachzahlung und sehr hohen Versandkosten bei mir angekommen. Mein Gott, war ich heiß. Ich sag mal aber jetzt mal ganz ehrlich, sieht aber hübsch aus, oder? Also so optisch? Ja, wenn es nicht nur und ausschließlich aus Plastik bestehen würde, würde ich dir recht geben. Das wäre schlimm, ey. Es hat so ein bisschen was von dem, als ob ich einen Batman-Bike, aber so von Matchbox, von Mattel. Also ist das so, oder so von 1992. Ja, genau. Was schätzt ihr, was kostet das Ding? 3.500 Euro steht im Thumbnail. Ach, schade, okay, fuck. Und nun? Okay. Ich meine, ein speichenloses Elektrofahrrad, das muss doch total geil sein. Das muss so geil sein, da kann doch Walt Disney World's Tron-Attraktion nach Hause gehen. Wow. Ich will das in meinem Leben, warum bin ich da jetzt nicht? Ich habe aber... Naja... Kennt ihr das? Also die bewegen sich nicht, sondern nur der Raum. Ich glaube, die bewegen sich wirklich auf einer gewissen Strecke geradeaus. Das sah so aus. Das glaube ich nämlich nicht. Ich weiß es nicht. Ich will es nochmal sehen. Ich glaube, die bewegen sich, wenn du den Raum sich hättest bewegen lassen müssen, wäre voll aufwendig. Nee, Videozeugs. Hier, warte, wir gucken. Das ist doch Projektor-Shit. Warte. Nee. Naja. Ich bin mir unsicher. Nee, ich aber sag, es sieht aus wie Achterbahn. Bewegen sich. Guck jetzt nach Disney Tron Ride. Digga, ist ja... Allein dafür hat sich das Video schon gelohnt hier. Wir gucken mal, guck mal weiter. Jo, das ist echt. Die fahren. Okay, krass. Okay. Jo, die fahren sogar... Jo. Krass. Okay, geil. Leute, das ist viel wilder noch, als ihr glaubt. Okay, let's go. Gucken wir uns hinterher an. Was am Ende aber für insgesamt etwa 3.500 verfickte Euro geliefert wurde, ist peinlicher als jeder nachträgliche Rechtfertigungsversuch von Schwurblern, die während Corona gesagt haben, dass wir im September alle tot sein werden. Naja, fangen wir doch einfach von vorne an. Alter, schon allein der Sound beim Einklappen von dem Ständer gerade. Klack, klack. Okay, also, scheiße, meine neuen Stühle sind noch nicht da. Okay, also es war das Jahr 2021, als ich mir dachte, ein E-Bike für 2.500 Euro bei einem Laden crowdfunden, der außer das sonst noch nichts geschissen hat. Richtig gute Idee. Aber ich meine, guck doch mal, das liest sich alles so gut hier. Revo, das speichenlose Elektrofahrrad. Style, Sicherheit und Sicherheit für den modernen urbanen Radfahrenden. 6 Millionen Euro? Puh. Sag Hallo zum coolsten Gefährt ever. Und dann hier noch ein paar Videos und noch mehr Fotos. Okay, aber wenn du, also das ist halt, das ist das Ding. Wenn du sowas auf einer Kickstarter-Seite siehst, so, ich verstehe, dass man sagt, das will ich haben. Das ist ja gut inszeniert da und sieht irgendwie geil aus. Absolut geil ist. Kann ich verstehen, dass das ein Kickstarter-Erfolg war hier. Ja. Fotos und boah, das Design, ne? Das ist so richtig Tron. Greetings, Programs. I'm the Tron Guy. Dann noch Fingerabdruckscanner, SIM-Karten-Slot für GPS-Tracking, austauschbarer Akku. Oha! Also den typischen Marken wie VanMoof mal so richtig die Stirn bieten. Und obendrauf gibt es noch Brems- und Blinklicht. Aber das Allerbeste an diesem Ding sind natürlich die Hubless-Reifen, Räder, Wheels. Ich meine, das schreit doch nach Zukunft. Das schreit doch nach Innovation, die es seit schon ein paar Jahrzehnten gibt. Eine kurze Google-Suche zeigt, dass es schon eine Menge Dinge gibt, die mit diesem Prinzip gespielt haben. Und geben euch, wenn auch nur kurz, einen entscheidenden Hinweis. When this piece spins on the inside. Habt ihr das gehört?
klingt nicht gut. Ja, dazu kommen wir gleich noch. Aber das sind ja alles Spielereien. Wichtig ist ja, dass man damit fahren kann. Und deswegen wird das Fahrrad in zwei Versionen ausgeliefert. Was? US-Version mit 750 Watt Motor und maximal 40 Kilometer pro Stunde. Und die EU-Version mit natürlich 250 Watt Leistung und maximal 25 Kilometer pro Stunde? Ja, scheiß Regulierung bei uns. Und jeweils zum gleichen Preis? Ihr Huch. Aber das Fahrrad hat ja auch. Aber müsste dann der Akku nicht einfach wesentlich länger halten auch? Nee, sie machen ja einen anderen. Deswegen ist er ja kleiner. Achso, ich meine, länger hält. Das wäre ja richtig dreckig, Alter. Boah. Mensch, siehst du, 750 Watt gegen 250 Watt. Ja. Ja, der Motor, die Leistung vom Motor, aber der Akku doch nicht. Also, der Akku hätte mich interessiert, ob der dann trotzdem dieselben Milliampere-Stunden hat. Du hast völlig recht, Oliver. Du hast absolut recht. Das ist wirklich, ja. Ich dachte wirklich, es wäre einfach ein kleinerer Akku. Ja, ja, aber exakt. Das wäre dreckig, ja. Alter. Ist. Also Unterstützung beim Strampeln. Versuche mal das Positive anzusehen. Also, dass mit weniger Anstrengung Steigung hinaufkommt. Aber kein Wort zu Gängen oder Trittwiderständen. Ich meine, wogegen strampelt man denn an? Das ist doch das Grundprinzip eines Fahrrads, oder? Ach, wird schon alles richtig sein. Und das alles mit einer eigenen App und eingebauten Gepäckträgern sozusagen. Denn der befindet sich in den Reifen. Fantastische Idee. Kein Wunder, dass zu der Zeit viele Seiten gehypt waren. Spektakulär. So geht Radfahren heute. Revolution. Oh, das ist so herrlich. Alles Vollidioten. Ich inklusive. Wisst ihr, man kann auch aufhören, sich auf Dinge zu freuen, denn am Ende wird man eh nur enttäuscht. Der Satz, zu gut, um wahr zu sein, ist auch 2023 zu 100% korrekt. Wobei, vielleicht eher zu 99%. Denn es gibt noch vereinzelt Läden, die liefern, was sie versprechen. Denn das heutige Video wird euch präsentiert von Displayed. Oh Gott, warum ist der Karton jetzt hochkant und so hell? Displayed kennt ihr ja inzwischen. Die machen super nice Drucker auf Metallplatten, entweder mit Motiven von deren Marktplatz, unter anderem mit haufenweise Lizenzmotiven oder sogar mit ganz besonders eigenen. Ist gut. Gedruckt in der EU, geliefert innerhalb weniger Tage. Und hier und da auch, nur mit einem kleinen Augenzwinkern, mit geklauten Motiven von Künstlern, die dabei übergangen werden und keinen Cent daran verdienen. Und mit jedem Display wird ein Baum gepflanzt. Zumindest gibt's von denen nur... Mal Farbenzirkel, Sacker, Crowdfunding war bei mir bisher in 80% oder 90% aller Fälle ein Griff ins Klo. Krass. Ich bin nicht so oft im Becken. Was ist jetzt das Besondere an diesen neuen Displays? Wartet's mal ab. Wir brauchen erstmal einen besonderen Platz. Ja. Leuchten. Hier ist gut. Alles, was ihr zum Befestigen braucht, ist mitgeliefert. Und der neue 3D-Mount hält nun dank Schrauben eigentlich überall bis zu 7 Kilogramm. Aber Moment, das ist noch nicht alles. Denn auf der Rückseite fehlt noch was. Entweder die mitgelieferte oder irgendeine Powerbank mit ausreichend Power und ein USB-Kabel. Oder für dauerhafte Stromversorgung dann nur ein USB-C-Kabel. Und dann müsst ihr nur noch das Licht ausmachen und... Ohne Strom. Die OLEDs erwachen zum Leben. Das war schon geil. Wie ein Blick, das ist hübsch, aber... All die kleinen Details. Und an der kleinen Box unten könnt ihr nicht nur an- und ausmachen, sondern auch die Leuchtdauer einstellen und die Animation aktivieren. Und oh, deine Leuchtdauer ist ausgegangen gerade. Durch Lichtstimmung oder durch das Setzen von Lichtakzenten. Es sieht einfach so gut aus. Check den. Man muss jetzt nochmal ganz kurz sagen, wenn die nicht öfter mal wirklich so in die Scheiße greifen würden, gerade was eben Independent Artists angeht, weshalb ich die halt wirklich schwierig finde. Ich finde die Sachen, die machen, größtenteils richtig hübsch, richtig nice. Mm. Das muss man wirklich einfach sagen. Link in der Videobeschreibung aus, denn dort findet ihr alle weiteren Infos zum Lumino und auch alle weiteren Motive, die es immer nur für einen bestimmten Zeitraum geben wird, weil wenn weg ist, dann ist weg. Exklusiv. Oh, und falls ihr nicht so fancy unterwegs sein wollt, dann gibt es natürlich auch noch die klassischen Displays, auch diesmal wieder mit einem krassen Rabatt. 32% Rabatt, wenn ihr ein, zwei oder drei Displays kauft und ab vier Displays gibt es heftige 42% Rabatt. So ein Ding kostet nicht wirklich 299 Euro. Und falls ihr noch mehr... What? So ein Ding kostet nicht wirklich so viel, Sekunde. Hör auf. 299. Hören Sie auf. Chat sagt, jo, ist bestätigt. Ja. Dafür. Hä, 44 Euro steht hier. Hm, naja. Wenn Inspiration braucht, habe ich meine Display-Galerie wieder ordentlich aufgeräumt und. Luminous? Oh lol, vergesst es! Hab's gefunden. Sind die Log-Angebote, die man oben bei Google sieht für 44, kostet 299 Tacken, was Alexi da gerade zeigt. 300 Euro! Digga, das baue ich dir für ein Drittel des Preises selber! Das
schon teuer auch. Naja, ich mach mal weiter. Nee, da habe ich meine Arbeitsstunden okay, mit eingerechnet. Ich muss beim Revo im Vorfeld aber eine Sache positiv anmerken. Geliefert wurde das Ding so gesehen maximal gut. Der Karton hatte im Vergleich zu vielen anderen nicht einen Kratzer. Alles war clever verpackt und nach dem Auspacken sah alles wirklich gut aus. Also wie gerade frisch vom Fahrradhändler des Vertrauens im Mund geklöppelt. Naja, komm. Bei zusätzlich 950 Euro war die Lieferung ja auch ein wahrliches Schnäppchen. Hey, 950 Euro für die Lieferung oder was? Ein paar Schrauben festziehen und dann konnte es eigentlich auch schon losgehen. Naja, und jetzt hat man das Ding halt und denkt. Aber das Ding ist einmal um die Welt gereist, Olli. Du darfst nicht vergessen, ich habe 440 Euro bezahlt, damit der Boxautomat zu uns kommt. Ja, verstehe ich. Ja, trotzdem krass. Und das war nur ein Pole mit einem LKW. Geht's nur mir so oder wirkt das super klein? Das wirkt vor allem bei jedem Sound, das Ausklappen vom Ständer schon wieder. Es wirkt so billo. Ja, irgendwie schon, ne? What the fuck? So ein bisschen wie ein Gaming-Rechner aus 2016. Also im Kern schon irgendwie Metall, aber drumherum ist alles dick mit schäbigem Plastik verpackt. Es ist Plastik, okay. Guck mal, ich hab richtig frisch von Konrad Elektronik eingebaut. Was? Lujo schreibt übrigens gerade, 950 Tacken kostet eine Kfz-Überführung. Ja, überleg mal. Man ist ja ein Kfz, Elektro. Wenn du Pech hast. Schlimm, der Sound. Ja. Oh nee, hör auf! Hauptsache Founders Edition, Established 2021. Okay, wait. Wir brauchen ja noch eine Cam. Den Akku. In Ordnung heute. Ja. Comedy Gold. Was für ein Schrott! Also diese wabbelige Klappe mit mies verklebtem Kabel für den USB-Händler-Ladeanschluss ist billiger als jeder Joke von öffentlich-rechtlichen Comedians. Boah. Naja, jetzt wären wir zumindest fahrbereit. Aber nutzen können wir dieses Fahrrad trotzdem nicht. Zumindest nicht ernsthaft. Und ich zeige euch mal eben, warum. Nee! Nee! Was? Was? Oh mein Gott. Was? Das war echt? Bro. Wie verfickt nochmal laut kann ein Fahrrad bitte sein? Ja, okay, auf der einen Seite hat es auch ein bisschen verspaßig. Es klingt teilweise so wie so ein ferngesteuertes RC-Auto. Aber auf der anderen Seite ist es doch nur total peinlich, durch Straßen zu fahren. Aber ja, man würde ich nicht sagen, fahren mit. Dieses Konstrukt funktioniert schon ein bisschen anders als klassische Speichenräder. Das ganze Gewicht liegt hier auf einer Form von Lager, das sich unter den luftlosen Gummireifen drumherum befindet. Und das Luftlos ist schwierig. Das ist dann aber eine Kopfsteinpflasterstraße und die klapprige Klappe ist aber ab, du. Ich wollte gerade sagen, ist das dann weniger gefedert automatisch auch dadurch, ne? Null. Oh quasi Gott. Null. Das ist wie bei meinem Dodge mit den Slicks. Du merkst jeden Stein, über den du drüber fährst. Weißt du, Niederquerschnittsreifen. Ja, ja. Ohne Motor Geräusche machen. Ich meine, vielleicht. Aber auch nur vielleicht könnte man mit dieser Tatsache leben. Außer in Amerika. Da würde man wahrscheinlich in jeder Nachbarschaft wegen Ruhestörung instant erschossen werden. Vor allem, ich weiß nicht, wie viel Zoll die Reifen haben, aber sie wirken halt, wie gesagt, wirklich sehr klein. Und das macht es ja noch schlimmer. Mhm. Wäre da nicht der Elektroantrieb? Also versteht mich nicht falsch, Elektromotoren in fahrbaren Untersätzen sind insgesamt eigentlich schon ziemlich geil und meistens so gut wie unhörbar. Aber was zum Fick ist das? So sollte das klingen, elektrisch, ne? Ein Van-Move. Heißen die Van-Move? Van-Move? Van-Move. Also Move tatsächlich, ja. Ich weiß nicht. Van-Move. Alter, hör auf. Das ist nicht. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das mit Motor. Nee. 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 Was? Das ist ja völlig abgefahren, Alter. Holy shit. Ich bin lauter als die Autos nebenan. Wie kann ein Elektroantrieb die Lautstärke nochmal verdreifachen? Ich meine, ist der Motor schäbig? Liegt das an der Übersetzung zu speichenlos? Kack.
Ecke. Und wäre es bis hier nicht schon irgendwie ungeil genug? Es gibt hier keine Gänge. Also ja, ich weiß, Elektromotor und so, aber es gibt hier keinen Widerstand, den man einstellen kann, gegen den man dann anstrampeln könnte. Also wie bei anderen E-Bikes von Funmove beispielsweise. Ja, ich rede ständig über die, weil ich die halt irgendwie geil finde. Stattdessen gibt es hier eine Art Pedal Assist, also eine Art Unterstützung. Also stellt euch das so vor. Ihr strampelt die ganze Zeit im allerersten Gang eines Fahrrads, egal ob es bergauf oder bergab geht. In Kombination mit dem Pedalen-Support könnt ihr so in der Theorie die ganze Zeit ohne Anstrengung überhaupt gleichmäßig über Stock und Stein fahren. So werden euch nicht die Geschlechtsteile zermatscht. Apropos. Sein Timing. Ja. Ich habe heute was gesehen, wo ich echt kurz sauer wurde und überlegt habe, ob ich eine Fahrradfahrerin anspreche, ob sie noch alle Latten dicht hat. Und zwar muss ich vorstellen, du siehst es ja öfters mal, dass Fahrradfahrer unterwegs sind mit ihrem Hund an der Leine. Sie fahren, ja. Der Hund läuft nebenher her. Und die Frau war, wie sage ich das diplomatisch, sie sah jetzt nicht super sportlich aus. und ich wunderte mich, weil es ging leicht bergauf, ich wunderte mich, weil sie nicht am Treten war. Der Hund lief vorne weg, und ja. Sie hat die Leine gehalten und sie hat sich quasi, und der Hund war wirklich nicht groß, lassen. Der war wirklich nicht groß, sie hat sich von ihrem Hund die ganze Zeit ziehen lassen auf dem Fahrrad. War es ein Husky und hatte er ein Brustgeschirr? Digga, der war ein Drittel von einem Husky vielleicht. Das war so eine Promenadenmischung. Und dann der hat auch durchgezogen. Und dann ein Halsband. Nee, es war schon Geschirr. Weil okay. Sonst wäre ich direkt hingegangen und hätte sie gefragt, ob sie noch alle Latten am Zaun. Aber das, da dachte ich schon so, weiß ich nicht, finde ich irgendwie maximal problematisch oder so. Ey. Das ist mega schlimm. Ist schwierig. Habe ich auch so noch nie gesehen. Weil er hier sagt, es ist keine Gänge und so. Es gibt noch einen Elektrofahrradhersteller, der nennt sich Cowboy. Mhm. Cowboy macht auch E-Bikes und die haben auch keinerlei Einstellungen, was Gänge oder Unterstützungsmechanismen angeht, sondern dieses Bike erkennt einfach und zwar sehr gut. Ich hatte so ein Ding mal 2 Jahre lang, ein Cowboy. Und das Ding erkennt insane gut, wie viel Unterstützung es dir in der jeweiligen Situation geben muss. Hm. Das funktioniert extrem gut. Ich habe keine Ahnung wie, aber funktioniert ultra gut. Hm. Also sowas kann auch gut sein. Nur offensichtlich ist es bei dem Ding nicht gut. Sperren, weil es ja absolut keine Federung gibt. Ah, es ging voll auf das linke Ei. In der Praxis sieht diese Kombination aus, die ganze Zeit im allerersten Gang fahren und zwischendurch random etwas reingekickt zu bekommen oder dass es gar nicht mehr aufhören will, dann so aus. Ich meine, bei Stufe 0 bis 3 kommt es so auf um die 15 km/h. Ihr stampelt hier sozusagen eigentlich nur gegen die Reibung der Lager. Ja, und die maximale Stufe, also Stufe 4, schiebt euch schnell und immer wieder abrupt auf 20 bis 25 km/h. Aber das war's dann auch. Schneller kommt ihr nicht. Also halt, aber das ist ja in Deutschland... Das ist ja in Deutschland so vorgeschrieben, ne? Sieht beim Strampeln genauso albern aus wie Sonic beim Rennen. Aber kannst du das nicht, also du kannst doch selber schneller strampeln, auch in Deutschland. Ja, kaum. Achso, mit einem normalen Fahrrad, ja. Mit einem E-Bike, schwierig. Ich wollte gerade sagen, mit einem Fahrrad kommst du schon, also wenn du es richtig drauf anlegst, schaffst du ja 40, 50 km/h mit einem Fahrrad. Ich weiß nicht, auf jeder Strecke, aber... Aber ich dachte auch, dass es gesetzlich eigentlich... 50 km/h? Ich habe schon Leute auf Straßen gesehen, die sind schneller als 50 km/h unterwegs. Ich dachte gerade, du haust wieder raus, dass das so... Nein, nicht jeder, so klar, aber ich hatte damals auf dem Fahrrad, hatte ich so ein, kennt ihr noch von früher diese Strecken- und Geschwindigkeitsmesser, die man am Fahrrad hatte? Ja. Hatte ich gehabt. Sag mir nicht, du bist 50 km/h. Nein, ich nicht. Aber ich habe, wenn ich krass war, so 35, vielleicht mal maximal 40 Berg runter oder so, hast du geschafft. Und wenn ich überlege, was ich manchmal für crazy Typen sehe auf Fahrrädern, manchmal das Gefühl, die fahren 120 auf ihrem Fahrrad, wirklich. Ich weiß nicht, warum ich crazy Typen auf Fahrrädern so witzig fand jetzt, aber... Olli, ja. You're crazy girl. Crazy girl. Ja. Warte, Weltrekord liegt bei über 200 km/h. Und ja, mir sind die Höchstgeschwindigkeiten von E-Bikes bzw. Pedelecs bewusst. Aber die beziehen sich auf die Motorunterstützung. Theoretisch sollte bzw. könnte man schneller fahren als das, was der Motor unterstützt. Und das auch deutlich entspannter als maximal strampelig. Ja, ich war extra nochmal im Hamburger Funmove-Store und hab mir so ein Rad für ein paar Minuten geklaut. Dann bleibt für baumelige Beine noch gemütliche Rentner-Fahrradausfahrt, um einfach mal nur die Beine kreisen zu lassen. Ah, persönlich. Dieses Ding ist wirklich so klein, dass er auch wirklich beim... Also ist Alexi Bexi einfach sehr groß auch, oder? Er ist ein bisschen größer als ich. Okay, dann sollte das nicht so aussehen, als ob er auf einem Kinderfahrrad sitzt. Und ich fand, das sah sehr so aus.
Welche Frustration kommt ihr durch? Also stopp. Ich will euch hier nicht dazu anleiten, durch die Gegend zu ballern. Und ich bin auch nicht der Typ, der mit 80 den Berg runterfetzt. Aber ich musste das Ganze irgendwie versuchen auszureizen, um zu gucken, wie das Verhältnis jeweils ist. Sozusagen das Verhältnis aus Preis, Leistung, Performance und Komfort. Ich meine, werdet ihr beim Revo, wenn ihr auch nur ansatzweise ein bisschen über die motorenunterstützte Geschwindigkeit hinauskommen wollt, so richtig, richtig strampeln müsst, könnt ihr bei einem klassischen E-Bike oder Pedelec ganz casual durch die Gegend cruisen und auch ziemlich akzeptable Geschwindigkeiten erreichen, die aber trotzdem nicht alles von eurer körperlichen Fitness abverlangen und ihr dann erstmal am Zielort duschen müsst oder so. Ihr müsst eigentlich gar nicht strampeln. Könnt ihr eure Beine auch baumeln lassen. Also ist es eigentlich nur ein Roller in Fahrradform? Okay, ich strampel rückwärts. Geht wohl auch. Das bedeutet aber auch, selbst wenn ihr das Fahrrad schiebt, kann es gefährlich werden. What the fuck, Alter? Und ich drücke wirklich keinen Knopf, nichts. Ich schiebe. Das darf nicht passieren. Hä? Digga, kann meiner den Tony Hawk Sound einspielen und ihm 2000 Punkte geben? Die Techniker drin entscheidet alleine, wann sie Bock hat. Digga, das ist halt absolut problematisch. Es ist in den Scheißehaufen gefahren. Ja, das Ding zappelt dann los wie ein wildgewordener Stier. Fuck. Ich meine, wer programmiert so eine Kacke? Oder macht sie hier etwa die schlampige Umsetzung für diese EU-Version bemerkbar? Ist der zugelassen in Deutschland? Ist das Revo-Bike zugelassen in Deutschland? Man braucht doch mittlerweile für so E-Dinger braucht man doch eine Zulassung, oder? Nee. Aber ich weiß, bei E-Fahrrädern nicht. Weiß ich es nicht. Nein, nicht, wenn sie nicht schneller als 24, irgendwas km/h fahren. Okay, aber haben nicht die ganzen E-Roller mittlerweile Kennzeichen? Nur wenn sie schneller als... Ach so, okay, alles klar. 25 km/h fahren, glaube ich. Guck an. Ihr wisst schon, Drittelmotorleistung und kein Geschwindigkeitshebel und so. Aber selbst wenn, warum muss ich dafür nicht nur den gleichen Preis, sondern auch noch draufzahlen? Und als wäre all das bis hier nicht schon insgesamt beschissen genug, gibt's dazu noch einen wackeligen Ständer, keine rudimentäre Klingel. Und Revo verlangt für Features wie GPS-Tracking ein scheiß Abo. Es gibt selbst für Käufer nicht mal eine Testzeit von vielleicht 24 Stunden oder so. Ihr braucht also eine... Ich hatte gerade not enough activation. Eigene Daten-SIM-Karte und deren Abo, damit ihr die interessantesten Features der sonst ziemlich überflüssigen und unzuverlässigen App überhaupt schmecken könnt. Ich meine, die App kann sonst echt nix. Außer Geschwindigkeit anzeigen und welchen Blinker ihr gerade nutzt. Weil alles andere nützt euch überhaupt nix. Hier, an einem Abend bin ich so etwa 11 bis 12 Kilometer gefahren. Der Kilometerstand insgesamt sollte also etwa bei 11 bis 12 Kilometer liegen. Aber einen Tag später sind es auf einmal nur noch 4. Also scheißt auf all die Zahlen und Statistiken hier. Und über das Fingerabdruck-Scanner-Feature kann ich euch nichts erzählen, denn es gab keine Möglichkeiten, Fingerabdruck zu hinterlassen. Der Sensor oder die App oder was auch immer hat immer getimeoutet, da kommt einfach nichts bei rum. Und das setzt der wirklich grottigen Apple endgültig die Kotkrone auf. Meine Fresse, ey. Und ich dachte damals, Van Moof ist so ein Laden, der nur teure Fahrräder macht und sonst nichts. Aber ja, es gibt auch noch was Positives zu erzählen. Tada! Die Gepäckträger, Gepäcktragenden. Statt immer so ein schrulliges Podest oder ein Körbchen herumzufahren, klemmt man sich das Gepäck zwischen die Klammern in den Rädern. Das ist schon ziemlich cool und funktioniert auch viel besser, als ich dachte. Und, was lernen wir daraus? Ich glaube, zwei Dinge. Nummer eins, dieses Ding erinnert mich irgendwie krass an dieses Stigo. Erinnert ihr euch noch? Ungewöhnlich? Ja. Und Nummer zwei, ich hätte nicht gedacht, dass ein Ding so viel pure, persönliche Enttäuschung aus mir fließen lassen lässt. Das ist weder ein vollwertiger Roller, noch ein vollwertiges Fahrrad. Aber irgendwie auch jeweils nicht mal ein bisschen davon oder ein bisschen davon. Weil die entsprechenden Features eines jeweiligen Gefährts nicht so zu Ende gedacht sind oder so funktionieren, wie sie eigentlich bei einem jeweiligen Gefährt funktionieren sollten. Revo Bikes, second ride out. My daughter can't even use the electricity at all. Was mich interessiert ist, wenn du das dann auf den Markt bringst und dann weltweit verschiffst, bist du dann von dem Feedback überrascht? Ich weiß, was ich glaube. Also ich denke nicht, dass sie von dem Feedback überrascht sind. Ich glaube, die haben sich überschätzt, mussten irgendwann delivern, weil offensichtlich haben alle Leute super lange gewartet. Dann gibt es viele, viele Refunds, die denken, fuck, wir haben nicht mehr genug Kohle, wir müssen das Ding jetzt so raushauen, wie es ist und wir wissen, das ist scheiße. Okay, aber das ist besser, als dass jetzt die Leute denken, wir sind ein Scam und alle... wollen ihr Geld zurück. Also ist ja ganz oft so beim Kickstarter, so dass die Leute das dann... Ich dachte, die sind krass happy geworden, weil sie haben dann festgestellt, okay,
6 Millionen haben wir jetzt bekommen. Normalerweise, wenn wir es so bauen wie die Prototypenqualität, dann kommen wir so, weiß nicht, bei 100.000 plus raus. Wenn wir es aber billig bauen, kommen wir bei 4 Millionen plus. Ja, genau. Und dann ist gut. Ja, vielleicht können sie Lootboxen dazu anbieten. Ja, na, sie machen ja, Abo-Modell ist ja drin. Ja, bei den Besten gelernt. Ich kann mir schon vorstellen, dass die eigentlich Bock hatten, ein geiles Fahrrad zu machen. Es wirkte so, als wenn die eine gute Idee haben, aber es ist halt wie so oft beim Kickstarter so, die Leute zahlen dann teuer Geld dafür, dass sie quasi die Q&A sind am Ende für diese Firma und da muss man sich wundern, wenn man ein Schrottprodukt kriegt. So. Du kannst es halt nicht nachpatchen, ne? Das ist halt schlecht. Das ist das Problem. Welcher Qualität ist es Scam, fragt hier jemand. Ab dieser. Wahrscheinlich schon vorher. Nothing works on these bikes. Everything was horrible about Revo. Ich meine, ich hätte mich wirklich drauf gefreut und jetzt habe ich hier so ein sehr teures Stück mehr oder weniger anschauliche Dekoration, das ich mir stolz in den Keller stellen kann und dort vergessen werde. Bis es dann wieder so alt ist, dass man ein Retro-Video darüber machen kann, um vielleicht ein bisschen des Geldes wieder zurückzubekommen. Es sei denn, ich lasse meinen Frust einfach jetzt schon raus. Kackding! Mal die Klappe ab. Habt ihr mal das Kickstarter-Scam von dem Moro Zero gesehen, was da gerade angezeigt wird? Also nee. von diesem, das ist auch so Gold, Alter. Ich weiß gar nicht, ob wir das gleiche Video sehen, aber ich glaube bei mir. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Aber es ist wirklich so genial. Eieieiei. Ja, ist schon wild. Alexi hat einfach ein paar richtig, richtig gute Videos. Ja, Mann. Tja. Freunde. Paul sagt euch jetzt, warum ihr aufpassen sollt bei Kickstarter-Projekten. Weil Sex. Genau. Okay. Ich zeige euch noch die Achterbahn. Ja, komm, wir gehören noch die Achterbahn rein. Das ist eine gute Idee. Die gehört ja dazu, die habe ich angekündigt. Guck hier. Ui. Olli auch so. What? Das ist geil. Ah, ist cool gemacht. Ja. Siehst du? Digital. Wow, du sitzt da wirklich drin wie in so einem Bike, ne? Krass. Ja, vor allen Dingen, das Anschnallen funktioniert über den Rücken. Das finde ich wild. Hä? Ach so, der klemmt sich da drin jetzt ein, oder was? Ist auch nichts für so Leute, die so damit Probleme haben, wa? Oh, lol. Oh, das fühlt sich aber bestimmt nicht sicher an. Finde ich crazy, Alter. Hör auf. Finde ich echt crazy. Ja. Wie viele haben sich dabei vielleicht schon Rippen gebrochen oder so? Wirbel, Olli, Wirbel. Aber du fährst halt los, ne? Das sieht krass aus, ne? Ja. Mhm. Die Idee ist richtig witzig. Auch mit der Mucke und so. Ja, aber im Tron-Videospiel wären die alle tot. Ja, das war. Außer die zwei vorne. Außer die zwei vorne, ja. Geil, mit dem geil Sound. Sein. Hör auf, Alter, das ist schon cool. Ich glaube, dass das geil ist. Ja. Aber okay. Überleg mal, du hängst da nur drin und dieses Rückenteil hält dich fest. Ist schon insane. Wow. Wild, aber ist auch krass mit dem ganzen Licht und so. Wie alt ist denn die? Die muss doch recht neu sein, oder? Ja. Alter. Da war gerade ein gegnerisches Bike, hast du gesehen? Also das Video hier von Amusement Insider ist einen Monat alt. Das ist ja crazy. Heißt wahrscheinlich nichts. Ah doch, heißt was, weil es ist wirklich erst diesen April eröffnet worden. Krass. Ach, schon cool. April 2023 eröffnet, sagt der Chat, sagt Tempura. Ganz neu, ja. Der Soundtrack von Tron war halt auch so gut. Ja, haben wir das auch gesehen. Schön. Das war's. Das war der Ride. Okay, recht kurz, danke, aber spektakulär. Insider. Freunde, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch noch ein Video an. Bis gleich.